Wir begrüßen euch herzlich zu dieser Sitzung mit uns, zu diesem Treffen mit eurem Inneren, eurem Kern, eurer Seele und euren seelischen Energien und eurer Kraft, die in eurem Inneren immer wartet und präsent ist, aktiv ist, wartet aktiv zu werden und sich immer wieder in größeren oder kleineren Umfang ausdrückt und lebendig Bahn bricht in Gedanken, Handlungen und Präsenz. Wir freuen uns, dass ihr euch heute bereit gefunden habt, mit uns erneut hinzuschauen, hinzuspüren, hinzusehen und zu fühlen in die Richtung, in die es für euch weitergeht und weitergehen kann, in die Richtung, die ihr euch sehnt, die ihr euch wünscht, in die ihr in Freude weitergehen wollt und möchtet. Und wenn wir heute hier zusammenkommen, um uns zu fühlen, um die Präsenz und Lebendigkeit zu spüren in uns, die Kraft der Lebendigkeit und das Leben in uns wahrnehmen können, so ist dies schon mal eines, was euch dient, im Hier und Jetzt anzukommen und präsent zu sein und in die Kraft zu gehen. Wie wir bei unserer letzten Sitzung schon erwähnt hatten, geht es hier vor allem in diesem Jahr darum, immer wieder in diese Kraft, in diesen inneren Raum der Präsenz und des Austauschs mit seelischen Energien zu gehen, der euch in eurer Mitte berührt und trägt und anregt, eure Lebendigkeit zu spüren und in die Lebendigkeit hineinzugehen. Und aus diesen Impulsen und Wahrnehmungen entstehen dann Bewegungen in Gedanken und in Handlungen und in einer Ausstrahlung, die sowohl euer unmittelbares Umfeld als auch euch selbst beeinflusst und positiv rückkoppelt. Die Herausforderungen, denen ihr im letzten und in diesem Jahr begegnet seid und begegnen werdet, sind aus unserer Sicht, die seelische ist, vor allem eine Herausforderung, bei sich zu bleiben, in der Kraft zu bleiben, sich zu spüren und mit dem zu gehen, was ansteht. Und wenn jetzt einmal nicht so klar ist, was dies konkret ist, so gilt es einfach durchzuatmen und etwas zu tun, was einem gut tut. Denn die Verwirrung, die entsteht und entstanden ist, hängt auch mit einer Neuorientierung und Umstrukturierung von gesellschaftlichen Strukturen und individuellen sozialen Beziehungen und Strukturen zusammen. Die Verwirrung ist anstrengend und wird oft als unangenehm empfunden, aber ist in unserer Sicht eine notwendige Voraussetzung, um in eine Neugestaltung eurer Zukunft und Realität einzusteigen und sich zu öffnen für
neue Impulse, neue Energien und neue Strukturen. Dies mag alles auf den ersten Blick etwas abstrakt und vage klingen, aber in der tatsächlichen Ausleben dieser Hinweise im Präsenzsein und ganz bei sich sein entsteht dann in diesem Jahr auch viel Neues, sowie auch im letzten Jahr schon einige neue Dinge in euer Leben gekommen sind. Und dieses Neue kann dann wachsen, sich ausbauen und kann neue Richtungen anzeigen und zu neuen Energien und Verhaltensmustern und Orientierungen führen. Dass diese Neuorientierung und Verwirrung immer wieder mit schwierigen Phasen einhergeht, ist natürlich und selbstverständlich, denn eine tiefgehende Neustrukturierung eurer Realität und eurer Zukunft ist nur möglich durch phasenintensive Verwirrung und Umstrukturierung des inneren Gebäudes an Vorstellungen und Empfindungen von Realität und Wahrheit. Nichts dient euch so sehr, wie im Jetzt ganz präsent zu sein, aber die Wirklichkeit, das Leben, wie ihr es in diesen Monaten wahrnehmt, hält euch immer wieder davon ab, führt euch immer wieder nach außen, ins Zweifeln, ins Verwirrtsein, ins orientierungslose Suchen nach Sinn, Sinnhaftigkeit und den nächsten Schritten, die es für euch und euer Leben zu gehen gilt. Wie gewohnt möchten wir zu den konkreten Schritten wenig sagen, da der Mensch diese Entscheidungen im Allgemeinen und Groben gerne für sich trifft, auch wenn er, vor allem wenn Verwirrung eintritt und diese Entscheidungen ihm nicht leicht fallen, dies oft leugnet. Letztlich aber führt eine Konfrontation mit der Verwirrung und Orientierungslosigkeit und ein Umarmen dieser Neuorientierung zu einer größeren Präsenz und tieferen Umstrukturierung, als dies ein Fingerzeigen von uns tun könnte, der dann die Energien in eine konkrete Richtung lenkt und in eine Handlungsstruktur, die bei einer tiefen Neustrukturierung nicht zu früh einsetzen sollte. Und daher geben wir vor allem im Moment immer wieder die Empfehlung, sich in dieses Annehmen der alten Energien, in dieses Annehmen der Verwirrung, dass vieles von dem Alten nicht mehr passt und stimmig ist, dass vieles von dem Alten
losgelassen und gewandelt werden will, ohne das Neue schon zu kennen und ohne konkrete Schritte gehen zu können, aber mit dem Wissen und der Bereitschaft, dass dies kommen wird und kommen muss und kommen kann. Und dass es aktuell noch nicht einmal darum geht, den Raum dafür zur Verfügung zu stellen, in dem das Neue entsteht, sondern tatsächlich immer wieder in diesen Phasen der tiefen Berührung und Orientierungslosigkeit und Sinnkrise und Frage nach, was soll das alles und wo führt das hin? In diesen Phasen sich vor allem Dingen auch einfach darum geht, diese Verwirrung und Orientierungslosigkeit zuzulassen und zu umarmen und mit dem ganzen Loslassen von alten Strukturen, die dann auch nicht mehr als passend empfunden werden, weiterzugehen. Insofern möchten wir heute Abend auch hier keine konkreten Empfehlungen aussprechen und zu eurer aktuellen Situation noch einmal etwas konkreter Stellung nehmen in dieser Hinsicht, als dass ihr es, wie schon gesagt, erlauben müsst und solltet, diese Phasen der Verwirrung bewusst zu durchleben und auch bewusst wieder zu verabschieden. Bewusst und freudvoll in diesen Wechsel von Entspannung, Anspannung, Verwirrung, Umarmung dessen, was ist, damit gehen und dann wieder loslassen und wieder in eine Phase der Handlung oder Entspannung oder Klarheit hineinzugehen. Diese Wellenbewegungen, dieses Auf und Ab, ist es, was euch aktuell am meisten dient, und dient euch vor allem dann, sehr in dieser Zeit, wenn ihr versteht, dass je mehr ihr dies als das Stimmige annehmen und umarmen könnt und je weniger Widerstände ihr bei all dem Schmerz, der immer wieder einmal hochkommt, aufbaut, sondern je mehr es euch gelingt, dieses Auf und Ab, diese tiefen Verunsicherungen und Verwirrungen auch als valides Element eures Lebens, vor allem in so Phasen tiefer Transformation, anzunehmen und mit Liebe zu durchleben, um dann auch wieder daraus aufzutauchen. Wenn ihr also diese Wellenbewegungen, dieses Hin und Her immer mehr begreifen könnt als ein Freischütteln, ein langsames seelisches Freischütteln von altem Ballast und alten Energien, das in diesen Wellenbewegungen aufgeweicht und transformiert werden kann. So werdet ihr annehmen und erkennen können, dass es im Moment gar nicht viel anders sein kann und muss. Denn diese Energie, die euch aktuell global zur Verfügung gestellt wird, von einem Übergang seelischer Schwingungen in einen höheren Schwingungszustand und diese globale und massive Begleitung dieser Transformation mit Wandlungsenergien, die euch unterstützen und die ganze Welt in diesem Übergang in eine neue Schwingungsfrequenz begleiten, wirkt sich natürlich nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auch auf euer individuelles Leben aus. Und wenn ihr versteht, dass
diese für euch oft als anstrengend empfundene gesellschaftliche Situation, die einen gewissen Zwang zur Entwicklung und zur Transformation in eurem Wesen erzeugt, einen Druck, sich zu entwickeln und sich mit alten, nicht mehr passenden Themen zu beschäftigen und zu konfrontieren. Werdet ihr verstehen oder immer mehr den Gedanken an euch herankommen lassen können, dass diese Phase, in der ihr aktuell lebt, im Prinzip eine Unterstützung für euch und eure Seele ist. Dass es eine große Hilfe ist, innerhalb dieser global sich ausdrückenden und global sichtbaren Akzeptanz in diese Wandlungsbewegungen hineinzugehen, es euch auch ermöglicht, hier mit alten Strukturen, altem Müll und noch nicht wieder frei gemachten energetisch-seelischen Belastungsstrukturen zu beschäftigen und diese eben in einem intensiven Prozess anzugehen und aus dieser gesellschaftlichen, globalen Ja zu diesem Wandlungsprozess auch die Kraft und Unterstützung mitzunehmen, sich den eigenen inneren Wandlungsstrukturen hinzugeben und anzuvertrauen. Werdet ihr begreifen, dass dieses ganze Spiel, was ihr aktuell beobachten könnt, euch viel mehr dient und dass ihr dies viel mehr wollt, als ihr euch zugesteht im Wachbewusstsein. Dass all dies aus unserer seelischen Sicht eine Unterstützung eurer ureigenen seelischen Entfaltungsprozesse und eures seelischen Entfaltungswunsches ist und dass das, in dem ihr seid und lebt, euch mehr unterstützt, als ihr zu denken wagt. Denn wenngleich wir großes Verständnis dafür haben, dass diese herausfordernde Situation, in der ihr euch alle als Menschen global aktuell befindet, von Unsicherheit und Neustrukturierung, von Vortasten ins dunkle Unbekannte und in eine Zukunft, die sich erst noch finden muss für euch Menschen. So sehr wir sehen können, dass dies anstrengend und belastend ist, desto deutlicher wollen wir euch heute aber mit auf den Weg geben und an die Hand, dass all dies aus seelischer Sicht, und wir sagen dies ruhig noch zwei oder dreimal, dass es auch wirklich bei euch ankommt, eine große Unterstützung ist für das, was seelisch gewollt ist. Wenn ihr immer mehr den Gedanken an euch herankommen lasst, dass diese Zeit und diese Strukturen, in denen ihr lebt und die ihr mit durchlebt, keine Behinderung oder Belastung für eure seelische Struktur sind, sondern eine Unterstützung, Förderung und Begleitung
eures seelischen Wollens, könnt ihr, wie wir schon bei der letzten Sitzung erwähnt haben, Schritt für Schritt, und dies ist etwas, wo ihr euch etwas Zeit lassen müsst, in eine Leichtigkeit hineingehen, die jenseits der äußeren Strukturen liegt und die jenseits der äußeren Strukturen erblüht, die in der tiefen Akzeptanz dessen, dass alles, was ist, euch dient, aber nicht im Sinne eines schönen Spruches an der Wand, sondern im Sinne einer wirklichen individuell psychischen Umarmung dieses Grundsatzes eurer Inkarnation. Dieses, wir möchten schon sagen, Grundgesetzes der Lebendigkeit und Inkarnierung. Wenn ihr dies also immer mehr an euch herankommen lasst und euch Schritt für Schritt in diese Erkenntnis fallen lassen könnt, so wird viel von der Schwere, von der Bedrücktheit, von der Belastung Schritt für Schritt abfallen können, die einerseits natürlich daherkommt, dass ihr mit alten, nicht mehr passenden Energien und Strukturen aus eurer Psyche beschäftigt werdet, um hier aufräumen zu können und diese bearbeiten und loslassen zu können, dass sie von eurer Seele verwandelt werden können in frische und lebendige Energie, die euch dann neu zur Verfügung steht. Aber auch eben im Sinne eines Loslassens von Strukturen, die euch nicht mehr dienen. So werdet ihr dahin kommen, dass all dies Schritt für Schritt aus der Schwere sich in die Weite und Leichtigkeit verwandeln kann. Wir wissen, dass dies, was wir euch heute mitgeben, alles sehr abstrakt klingt und vielleicht auch sich nicht so anfühlt, als ob dies euch wirklich in eurem Alltag und eurer menschlichen Realität viel nützen könnte. Aber wenn ihr euch erlaubt, sich wirklich auf dies einzulassen, was wir heute vermitteln wollen, mit vielen Worten, aber letztlich mit wenig Information. Was wir euch wirklich vermitteln wollen, indem wir intensiv daran bleiben, immer wieder uns in Kreisen um diesen Kern eurer seelischen Realität und eines Aspektes dessen, was ihr aktuell auf der Erde erlebt, sich anzunähern, dass wirklich alles, was ist, euch dient. Und dies nicht nur als tröstender Allgemeinsatz, sondern ihr könnt tatsächlich jedes Einzelteil eures Lebens betrachten und begutachten und könnt sehen, wie sehr es euch dient und wie viel Widerstände ihr habt oder nicht habt.
Und wie wir schon sagten, sind gerade diese herausfordernden Zeiten und Phasen, in die ihr aktuell immer wieder einmal eintaucht und euch vielleicht sogar hineingeworfen fühlt, Ausdruck dieses tiefen Wunsches eurer Seele nach Wandlung und Weiterentwicklung ist. Und wie mehr es euch gelingt, dies als Nährlösung, als Biotop, als eine Atmosphäre der Aktivierung eures Inneren, eurer inneren Kraft, eurer Sehnsüchte und dessen, wohin die Seele und die Gesellschaft sich entfalten möchte, anerkennt. Und all diese Schmerzen und emotionalen Schmerzen und Verwirrungen, von denen wir die ganze Zeit sprechen und die ihr immer wieder erfahrt und die ihr immer wieder hineinkommt, als Geburtswehen begreift. Je mehr ihr all dies an euch heranlassen könnt, nicht nur als gedankliches Konzept, was es natürlich in vielen Bereichen, in denen ihr viele Widerstände habt oder Schmerzen durch alte Vorstellungen und Energien, erstmal ist, wenn es euch gelingt, in einem gewissen Bereich diese Verwirrung nicht umarmen zu können und ihr gegen den Strich gebürstet werdet, Widerstände in euch auftauchen, große Schmerzen und es euch nicht gelingt, diesen Schmerz entspannt zu halten. So haben wir großes Mitgefühl mit dieser anstrengenden und transformativen Energie und Phase, in die ihr dann geratet. Aber je mehr ihr euch darauf einlasst, und ihr habt schon viel getan im letzten Jahr, und je mehr ihr Ja sagen könnt zu diesem verrückten und wirren und undenkbaren Zeiten, in denen ihr als Mensch jetzt lebt, desto mehr wird an euer Wesen, an die tieferen Strukturen der Psyche herangetragen werden können, dass dies in einem so deutlichen Umfang von euch gewünscht wird und eurer Entfaltung dient, wie wir es mit Worten zum jetzigen Zeitpunkt schwer an euch herantragen können, auch wenn wir uns heute sehr ausführlich bemühen. Aber was durch eure Aufmerksamkeit und eures bewusstes Einlassen und eures bewusstes Erinnern, gerade auch in oder nach diesen Phasen, sich immer wieder bewusst zu erinnern, wie sehr ihr dies wirklich wollt. Und wie sehr euch dies in eurem Inneren dient, nicht nur eure eigene Kraft zu aktivieren und eure Verbindung zu eurem inneren Kern, sondern diesen auch immer mehr zu spüren und auszustrahlen und somit eure Mitmenschen und die, die euch nah sind und auf einer ähnlichen Welle surfen oder schwingen, anregen und ihr euch gegenseitig verstärkt und unterstützt, desto mehr werdet ihr diesen immer wieder einmal auftauchenden Schmerz annehmen und begleiten können. Und umso mehr wird es euch gelingen,
euch immer öfter und intensiver selbst Mitgefühl zukommen zu lassen, in einer Weise, die euch tröstet und erfüllt, wie ihr sie bisher noch nicht konntet, weil ihr noch nicht gefordert wart, dies in solchen Tiefen zu tun und zu lernen. Um also jetzt diese Sitzung abzurunden und noch einmal auf den Punkt zu bringen, was wir euch heute als Geschenk übermitteln und mitgeben. Bleibt bei euch, spürt neben der Verwirrung und dem Schmerz, den ihr umarmen und erleben müsst, wie sehr ihr dies alles wollt. Ihr hättet euch nicht inkarniert in diesen Zeiten, wenn ihr dies nicht aus vollstem Herzen und innerstem Wunsch gewollt hättet und wenn ihr nicht wolltet, durch diese düsteren Zeiten hindurchzugehen, um sich des eigenen Lichtes bewusst zu werden und bewusster zu werden. Und in dieser Auseinandersetzung mit Verwirrung, Dunkelheit, Licht und Verwandlung immer mehr zu verstehen, was ihr seid, wozu ihr auf dieser Erde seid und was euch und euren Mitmenschen am meisten dient. So erfüllt ihr das, weswegen ihr euch in dieser Zeit inkarniert habt. Ihr seid Menschen, die die Menschheit auf ihren Sprung in ein neues Bewusstsein begleitet, die gesagt haben, wir sind bereit, nicht nur uns dies anzuschauen, sondern aktiv mitzuerleben und mitzuwirken an dieser seelischen Umstrukturierung, die in unseren Augen keine, nicht mit Pauken und Trompeten kommen muss. Ihr müsst nichts Besonderes schaffen oder eine besondere Reichweite haben oder etwas bewirken, sondern wenn ihr für euch selbst und für ein oder zwei Mitmenschen schon eine Stütze, eine Kraft und eine Unterstützung in diesen Zeiten seid und sein könnt, so tragt ihr als Individuum, als einzelner Mensch und Seele schon mehr als genug zu dieser Wandlung mit bei. Ihr erfüllt eure Aufgabe als Mensch und als Mensch in diesen Zeiten, die gesellschaftliche, seelische Umstrukturierung mitzubegleiten und aktiv mitzu entfalten, indem ihr ganz ihr selbst seid und indem ihr für euch und für eure innersten Kreis an Freunden und Mitmenschen da seid. Das große Bild, nach dem ihr euch sehnt, wird und kann sich nur in der gemeinschaftlichen Neustrukturierung finden. Bürdet euch hier nicht mehr auf, als ihr tragen könnt. Geht mit dieser Wandlung, wie ihr es gewünscht und geplant habt, mit. Seid selbst Vorbild und Beispiel für andere und euch selbst, dass ihr euch ganz einlasst auf das, was jetzt ist und sein soll, und dass ihr ganz Ja sagt zu dem, was euch da schüttelt, mitreißt, verwandelt und weiterführt und was ihr selber nicht nur begleitet, sondern auch selbst mitgestaltet, indem ihr Ja sagt zu dem, was ihr erlebt, was ihr erfahrt
und was ihr in dieser Wandlung seid, werden könnt und wart. Wir bedanken uns, dass ihr so aufmerksam und geduldig unseren wortreichen Ausführungen gefolgt seid, die euch in diesem Kreisen um den Kern der Wahrheit, den wir euch heute mitgegeben haben, immer näher zu dem führen und geführt haben, was ihr seid und was ihr wollt. Leben in der Lebendigkeit, der kreativen Inspiration des jetzigen Momentes. Das Ich, das Jetzt, das Sein und das Seelische verschmelzen aktuell zu einem wirren Potpourri der Unstrukturiertheit, aus dem Schritt für Schritt sich neue Strukturen und Gebilde entfalten können. Seid nicht ungeduldig mit euch oder eurer Gesellschaft und geht Schritt für Schritt mutig und leuchtend oder strahlend voraus mit der Fackel der Bewusstheit, dass ihr eure Entfaltung, euer seelisches Wachstum umarmt und begleitet und dies auch für eure Mitmenschen sichtbar und unterstützend in diese Welt tragt. Das Leben ist nicht da, um euch zu bedienen, sondern das Leben ist da, um von euch bedient zu werden, in der Art und Weise, wie eure Seele es für euch vorgesehen hat. Ihr seid das Leben und die Entfaltung und alles, was seelisch gewünscht ist, findet statt, findet zu jedem Augenblick statt und wird sich in den nächsten Jahren und Monaten sicherlich wandeln, wie sich immer alles wandelt. Aber wenn ihr in eurer Kraft seid, könnt ihr in diesem Vertrauen, dass ihr hier und jetzt am richtigen Ort seid und dass nichts, was passiert, von euch aktuell nicht gewollt ist, erblühen, erstrahlen und für euch selbst immer mehr in eine Erfüllung kommen und auch eure Mitmenschen immer mehr anregen, zu sich zu kommen. Ja.